Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Emo Thüringen. Wir starten unseren wieder Abfahrer für Verkaufs für Teil AG für Sonnenblumen. Kurze Kontrolle, passt noch. Und einstellen. Er fährt uns zum Lager und holt die Sonnenblumen ab. Da war noch ein bisschen auf. Ja. Wir haben noch was. Kurze Kontrolle, ob er auch entsprechend auflädt. Und wenn wir gleich weiter kalken auf Feld Nummer 38. Gut, wenn wir drin sind, passt auf jeden Fall. Das nächste Mal schauen, wenn wir nicht drin sitzen. Das heißt, wir werden eh aussteigen und den zweiten auch gleich nehmen. Anhänger meine ich jetzt. Den müssen wir waschen. Und reparieren. Jo, macht er auch. Als nächstes gehen wir unseren Traktor hier auf dem Feld. Ob da noch ein Kurs geladen ist, weiß ich nicht. Nicht. Haben wir eingespeichert. Kalkenfeld Nummer 38. Drüben. Nö, haben wir nicht. Gut, dann machen wir den mal voll. Und dann werden wir Kurs wieder an dem Punkt regenerieren und dann entsprechend da gleich auf den dahin fahren, wo wir gerade waren. Das machen wir jetzt zu. Der Traktor noch ein bisschen blau, ne? Sind weiter weg. Innenansicht, ein bisschen leiser. Oben gleich Kalk. Ich habe überlegt, wir werden auch einen Überlader nehmen und den mit Kalk voll machen, dann können wir gleich immer auf dem Feld entsprechend nachfüllen bei Bedarf. Dann braucht er nicht extra losfahren. Bisschen daneben. So. Das heißt, wenn wir gleich unser Nähe wieder nehmen, habt ihr was drin noch. So, wenn die Musik ein bisschen laut ist, mal kurz Info, einfach reinschreiben, Kommentare. Jetzt gibt Geld, beziehungsweise naja, abgezogen. Ja, dann müssen wir wieder aufladen. Ne? Jetzt werden wir einfach beim nächsten Mal unsere Seemaschinen überlege, ob ich auf Feld 38 auch Gas rausbringe. Aber ich denke mal eher nicht.
Wir werden da mal sehr groß. Mal sehen, wie wir da aussehen. Gerste oder Weizen. Die große Auswahl haben wir hier nicht. Ich denke mal, wir können auch 5 gehen, Geschwindigkeit. So dramatisch ist das nicht. Wir werden gleich hier vorne anfangen. Beziehungsweise hier vorne immer berechnen lassen. Oh, die Einnahme ist da. So, gut. Vor der Erstanhänger. So. Kursgenerierung ist das, genau. Waren 3, glaube ich. Im Grunde ist das egal. 3 oder 2. Ja. Jetzt speichern wir gleich ab. Nochmal Ernte. Was wollen wir einspeichern? Also eine Fuhre fährt er noch. Achso. Wir wollen jetzt mit Feld beginnen, denn 28 ist verkehrt. Geil. Das ist einfach zum Merken besser und Neues. Brauche nur noch auf Felder gucken entsprechend. Dafür man alles auf dem Ernten, Kalken oder Blühen aussaat. Ich denke, meine Musik passt. Ich glaube, hier ist noch nichts. Aber haben wir hier vorne aufgehört? Weil ich schon die zweite Reihe angefangen hatte. Ah, da sind wir schon. Gefunden! So. Das läuft, denke ich mal. Ja. Ich habe auch ein neues Silo jetzt für Salz. Zum Salzstreuen. Zum Winter. Ich brauche keine Sackware kaufen. Eine Sackware müssen wir eine kaufen. Im Herbst zum Beispiel, jetzt zum Beispiel. Sonst hätten wir im Winter das Problem, erst einmal Händler fahren zu müssen. Das dauert lange. Nur überlegen, ob wir es am besten machen. So lange. Bis die Melle kommt, ist leer. Und die Aussaat ist noch nicht so weit. Der Rascher zurechtlegen. Beziehungsweise werden wir waschen.
Das geht, ne? Ja, das ist ein früher Roster. Aber den brauchen wir jetzt ja nicht. Sonst brauchen wir nicht ja keine. Und da auch gleich hinkommen. Klar, müsste auch gehen. Dass zumindest ein Sauber wird. Wenn man das auch gleich ein bisschen nass machen, dann geht das speichern. Oh. Also er belädt, das ist schon mal fest. Lass uns mal angucken hier. Toll, ein bisschen unpraktisch zu fahren. Da durchkommen. Werden wir gar nicht probieren. Fahren wir hier lang. Der macht noch voll. Boah. Ja, gehen 70.000 gehen da rein. Müssen wir zwei Silos nehmen. Aber das geht schon. Der andere ist gerade mal bei knappe 50%. Hey, hier ist Stau. Oh, gleich den nächsten holen. Oh. Jetzt ist auch sauber. Ja, ein bisschen geruckelt. Aber das ist normal, weil man keiner drauf ist. Die weiten Punkte hier mal wieder entsprechend laden muss. Und die Vögel sind hier. Hier laufen wir aber, ne? So. War alles heile. Tanken müssen wir nicht. Und Deckel zu. Den brauchen wir nicht voll machen. Aber wir werden kurz tanken. Wir sind doch schon in der Ecke sind hier. Ich kann nicht viel rein. Ja. Hey, Regen. Da haben wir die Erde gut geschafft. Mittag um 12 hat er gesagt, jetzt schon 10.50 Uhr, also wird früher als geplant. So, den wollen wir jetzt waschen. Aber das ist gut für unsere Aussaat. Beim Gras zum Beispiel, das ist gut. So, 60 Mal habe ich Raps draufgebracht. Ja, das täuscht.
Tja, das ist eine gute Frage. Wenn ich es mal allein sauber, vielleicht ja. Lass mal stehen. So. Dann mal schauen. Aber Regen ist gut, fast keine Wolke da, Sonne scheint noch. Bevor uns das hier alles verklumpt, machen wir Deckel zu. 70.000 Liter, das macht 66 Tonnen, ob das stimmt. Der Traktor merkt euch jedenfalls. Wir brauchen ein bisschen Gänge zu kommen. Nur gleich einen anderen Traktor nehmen. Der besser ist auch eine Frage, weiß ich nicht genau. Hätten wir ausmachen können. Einnahme Ernte, das ist richtig reich. Ein bisschen Geld können wir noch brauchen, wenn wir noch einen Wald kaufen. Naja. Tut sie auch schwer. So. Der Kalk ist bei 42%. Ups. Der fährt auf der anderen Seite. Ich denke mal, kommt hier vorbei. Dann gleich den nächsten zurückfahren. Auch mal reparieren. Waschen brauchen wir nicht, wenn der Regen bleibt. Xbox. Ne, nicht da vorne. Oh, so liebe Freunde, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.